Ein Tagungshotel im thüringischen Suhl. Hier versucht der AfD-Bundesvorstand einen Ausweg aus der Causa Kalbitz zu finden. Um den Rechtsaußen gibt es ein juristisches Tauziehen. Der Vorstand hatte seine Parteimitgliedschaft annulliert. Dann siegte Kalbitz vor dem Landgericht Berlin und kehrte vorläufig zurück. Nun hat das parteiinterne Schiedsgericht im Schnellverfahren seinen Rauswurf bestätigt. Weil die Entscheidung am Morgen noch nicht zugestellt war, erschien Kalbitz in Suhl. Ich warte natürlich mit Spannung auf das Urteil und hoffe sehr, dass hier juristische Erwägungen zählen und keine politischen und vor allem keine internen parteipolitischen Erwägungen. Aber natürlich gibt es einen rechtsstaatlichen Weg, auch gegebenenfalls gegen so ein Urteil vorzugehen. Und ich wiederhole das nochmal, ich werde alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten nutzen. Er sollte eine Entscheidung des Schiedsgerichts der Alternative für Deutschland, das er selber angerufen hat, dann auch respektieren, das ist klar. Neben der Causa Kalbitz versucht der Vorstand, weitere Themen abzuarbeiten. So wurde heute überraschend ein Bußgeld wegen illegaler Parteispenden akzeptiert. Eine Schweizer Firma hatte Co-Chef Meuthen im Wahlkampf mit Anzeigen und Plakaten unterstützt. Bis heute sah Meuthen darin keine illegale Parteienfinanzierung. Jetzt die Wendung. Damit akzeptiert die AfD ein Strafgeld von knapp 270.000 Euro.